Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Meier Podcast. Ich bin die Christine und heute dreht sich alles bei uns um den Film Gegengerade. Später werden wir noch den Regisseur interviewen und Egotronic, die den Soundtrack gemacht haben. Aber erst schauen wir uns den Film an und ich würde sagen, Anpfiff. Das Stehen im Stadion ist wie der Besuch einer Predigt. So, wir sitzen hier mit Tarik İlay, dem Regisseur der Gegengerade. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du kommst ja aus dem Saarland. Was hast du mit St. Pauli am Hut? Ich bin damals als so 14-, 15-jähriger Punker zu St. Pauli gekommen. Und früher war so die Schnittmenge vom FC St. Pauli in der Punk-Szene noch wesentlich größer, als sie es heute ist. Ich bin halt oft so, wie es sich gehört, für einen Rotzlöffel-Punker durch die Republik gereist und dann auch so mit 14, 15 zum ersten Mal zu den Spielen gekommen, dabei geblieben. Und so ist meine Liebe zum FC St. Pauli entstanden und hat bis heute gehalten. Ich meine, Fans seien schön und gut, aber wie kommt man dann auf die Idee, einen Spielfilm über St. Pauli zu machen? Gegengerade war ja mein zweiter Kinofilm nach Chaostage, der ein Film über die Punk-Szene war. Weißt du, wenn man einen Film dreht, als junger Filmschaffender, ich hasse zwar die ganze Litanei, aber so ist es ja, dann natürlich auch mit begrenzten Mitteln, dann ist es ja auch gut, ein Thema zu finden, was eine gewisse Aufmerksamkeit hat und ein Thema zu bedienen, für das sich von vornherein in jedem Falle Leute interessieren. Und natürlich einfach die authentische Liebe zum Verein und zum Fußball. Und es geht ja in dem Film auch nicht wirklich um Fußball. Das wollte ich gerade fragen. Kann man denn seine Freundin da mitnehmen, ohne dass sie sich langweilt? Oder worum geht es noch außer Fußball? Naja, das hängt von den Hobbys der Freundin ab. Aber im Prinzip ist es ja ein Milieufilm. Gerade in Hamburg als Milieufilm denkt man natürlich an Kiez, nur dass hier das Milieu oder der gemeinsame Nexus nicht die Halbwelt ist oder Drogen oder sonst irgendwie was, sondern eben die Anhängerschaft des FC St. Pauli und eben das gemeinsame Anwesensein beim Aufstiegsspiel. Das ist der wichtigste Tag in meinem Leben, Mann. St. Pauli steigt auf, ey. Wir steigen auf, weil wir sind fucking St. Pauli. Und der Soundtrack hat ja Egotronic geschrieben. Wie kamst du der Zusammenarbeit? Ich war öfter auf Konzerten von Egotronic und es ist ja so, dass sie auch früher viel Publikum hatten in der Punk-Szene. Das hat sich so ein bisschen geändert und ich wollte unbedingt, dass der Film halt Beats hat so, und dass es elektronische Musik ist, die auch progressiv ist, sag ich mal. Also der Tarik hat mich irgendwann angerufen und halt gemeint, ob ich mir das vorstellen könnte, also ob wir mit Egotronic da was machen können. Und ich meine, Tarik kann man sowieso nichts abschlagen. Also er ist einfach ein Typ, da kann man nicht Nein sagen. Und ich hatte auch richtig Bock so. Und dann mit Tarik zusammenarbeiten war ganz großartig. Ich habe gelesen, dass jetzt demnächst wohl auch ein Film über euch rauskommen soll. Was ist denn da zu erwarten? Also es gibt halt so eine Reportage, weil halt 10 Jahre Egotronic ist jetzt dieses Jahr. Ne? Und da wird jetzt gerade aus ganz viel altem Material und neuem Material, wird jetzt halt gerade was zusammengeschnitten. Der kommt halt, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann er rauskommt, aber halt noch diesen Sommer. Mhm. Und Tarik dreht ja auch gerade. Ne? Die drehen gerade irgendwie sozusagen die Gegengerade Tour. Oh, da kommt das auch. Okay. Der Tarik, der dreht jetzt halt auch noch was, das kommt dann praktisch als Bonus zur DVD von Gegengerade mit dazu. Das war für mich auf jeden Fall eine Bereicherung, dass wir uns alle kennengelernt haben und zusammengewachsen ist, was zusammengehört.